Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich muss mit einem offenbaren Missverständnis aufräumen. Herr Abgeordneter Stegert hat gesagt, wir würden keine rechtsabbiegige Verbote in den Städten zulassen. Aber bitte, das war doch genau das, was ich vorher versucht habe, deutlich zu machen, dass wir durch eine Änderung der StVO diese rechtsabbiegige Verbote jetzt umsetzen. Also das Gegenteil von dem, was Sie gesagt haben, ist jetzt wahr, sondern genau das machen wir. Also ich verstehe deswegen die Wortmeldung nicht. Wenn Sie sagen, Sie wollen das Modell London umsetzen, ja Gott bewahre, das ist ja genau das, was zu keiner Verbesserung führen würde jetzt bei uns. London sagt, ab 26.10.2020 dürfen Fahrzeuge der Klasse N3, die keinen Stern haben, nicht mehr nach Greater London einfahren. Und wissen Sie, wie man dann ein besseres Fahrzeug wird, indem man einen Spiegel montiert? Das ist das Modell London. London sagt, ab 26.10.2024 müssen dann alle Assistenzsysteme eingeführt werden. Also erst nach der Europäischen Union. Also London wäre eine tatsächliche Verschlechterung. Da ist die Europäische Union wesentlich weiter. Ich warne davor, das Modell London einzuführen. Das stellt uns schlechter. Sie haben die Monitorsysteme angesprochen. Ich habe gesagt, wie kann man denn bei PKWs eine Rundumsicht haben? Warum geht das bei PKWs und bei LKWs nicht? Herr Abgeordneter Stöger, jetzt frage ich Sie, sind diese Kameras bei der Kfz-Zulassung auf EU-Ebene verpflichtend vorgeschrieben? Haben alle Fahrzeuge, alle PKWs, ja natürlich zulässig ist es ja bei LKWs auch. Ja, nicht genau. Es ist aber nicht vorgeschrieben. Das ist ja das, was ich erläutert habe. Wir können nicht. Ich würde das wirklich gern machen. Aber wir können es gesetzlich nicht vorschreiben. Und deswegen ist der Vergleich mit den PKWs kein guter, weil es sind viele PKWs ohne diese Kamerasysteme ausgestattet. Es sind viele LKWs damit ausgestattet, andere nicht. Und dann noch die 60 km/h. Abgeordneter Stöger, die 60 km/h in der Nacht sind ein Sicherheitsrisiko, weil es Auffahrunfälle geben kann. Wenn Sie mit einem PKW auf der Autobahn unterwegs sind in der Nacht und Sie kommen auf einen LKW, der mit 60 km/h vor Ihnen fährt, dann ist das ein Sicherheitsrisiko. Dazu kommt, dass LKWs mit 60 km/h mehr verbrauchen als mit 70 km/h, weil Getriebe und Motor nicht auf 60 km/h abgestimmt sind. Und deswegen werden wir in der Nacht die Geschwindigkeit für LKWs, die Höchstgeschwindigkeit, auf 70 km/h erhöhen. Es ist sicherer und es ist besser für die Umwelt. Zu Wort gemeldet.